Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem es darum geht, wie du immer scharfe Fotos machen kannst. Ich habe so ein ähnliches Video schon mal gemacht. Das findet ihr unten unter dem Video auf jeden Fall verlinkt, dass ihr da auch ein paar mehr Informationen rausziehen könnt. Das hier ist so ein bisschen eine überarbeitete Version, die deutlich stärker auf die eigentlichen Kameraeinstellungen geht. Erstmal die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum werden Bilder unscharf? Was sind die Gründe hierfür? Es gibt grundsätzlich mal zwei große Dinge, bei denen wir bei den Kameraeinstellungen darauf achten müssen. Das ist zuerst mal der ISO-Wert. Rauschen sorgt ebenfalls für Unschärfe. Rauschen zerstört die Schärfe so ein bisschen. Dementsprechend, wenn es zu hoch ist, sehen Bilder oft unscharf aus. Zweitens ist natürlich die Belichtungszeit. Jeder kennt ein verwackeltes Foto. Das kann nicht nur passieren, wenn man die Kamera ein bisschen unruhig hält oder wenn man eine zu lange Belichtungszeit eingestellt hat, sondern auch, wenn das Motiv sich einfach zu schnell bewegt. Wenn ich eine 50. Sekunde habe und versuche, ein Rennauto zu fotografieren, das für irgendwie 400 Stundenkilometer fährt, dann passt das nicht zusammen. Dementsprechend schaut euch das mal genau an, checkt eure Belichtungszeit und passt sie der Bewegung des Motives an. Hier, wenn man genug Licht hat, ich habe hier gerade mehr als genug Licht, kann man immer noch hergehen und kann so ein klein bisschen ab und zu geben, lieber ein bisschen zu schnell belichten, in dem Fall als zu lange. Das nächste Problem ist das falsche Objektiv. Objektive haben eine optische Auflösung, so nennt man sie in dem Moment. Und es macht einen enormen Unterschied, ob man günstige Objektive kauft oder sehr teure Objektive kauft. Teure Objektive haben meist einen ganz anderen Kontrast und eine ganz andere Schärfe. Heißt nicht, dass man mit schlechten Objektiven oder günstigen Alternativen in dem Moment keine scharfen Bilder hinbekommen kann, aber man sieht den Objektiven an, wenn man ein bisschen mehr Geld dafür bezahlt hat. Gerade dieses Video, das ist ultra scharf, weil es in dem Moment mit einem Objektiv gefilmt wird, das auch extrem gut vergütet ist. Also hier zu investieren schadet nicht. Besser, man hat ein teures Objektiv und eine, naja, günstigere Kamera als umgekehrt, weil was bringt mir eine teure Kamera, wenn das Objektiv niemals das liefern kann, was die Kamera in dem Moment braucht, um ihre vielen Megapixel in dem Moment auch auszunutzen. Wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt, der für unscharfe Bilder verantwortlich ist. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so jetzt mal die größten. Und das ist wohl der Punkt, der auch für viele ein Problem darstellt. Und das ist natürlich der Fokus. Der Autofokus, der manuelle Fokus. Ich werde mal hier ein bisschen genauer darauf eingehen, was die unterschiedlichen Einstellungen alles machen und welche du in dem Moment verwenden solltest, um dein Motiv korrekt scharf zu stellen. Wir beginnen erst einmal mit der einfachsten Variante. Die Standardeinstellung an der Kamera, die hat, naja, eine hohe Trefferrate. Für viele Dinge sollte sie auf jeden Fall ausreichen. In diesem automatischen Modus wird normalerweise über den gesamten Bildbereich scharf gestellt oder zumindest einmal über alle Autofokuspunkte, kommt etwas aufs Modell an und die Kamera entscheidet sich automatisch, ob sich das Motiv bewegt oder nicht. Diese automatische Grundeinstellung kann zu scharfen Bildern führen, doch wir haben das Problem, was machen wir, wenn sie es nicht tut? Dann haben wir keine Kontrolle mehr über die Kamera, sondern wir müssen es der Automatik überlassen. Die Automatik kann dafür sorgen, dass beispielsweise etwas erkannt wird, als Motiv erkannt wird, was nicht unser Motiv ist. Gerade wenn etwas am Rand vom Bild steht oder sowas in die Richtung, dann haben wir das Problem, dass oft nicht erkannt wird. Und manchmal passiert es auch, dass die Kamera denkt, es ist Bewegung im Foto, dabei ist keine Bewegung im Foto oder umgekehrt. Also es kann zu guten Bildern führen, aber ich empfehle euch auf jeden Fall, diesen Modus nicht zu verwenden, wenn ihr euch ein bisschen auskennt und ein bisschen mehr mit der Fotografie beschäftigen wollt. Der erste Schritt, den wir hier direkt unternehmen können, ist natürlich den Fokuspunkt manuell zu wählen. Es gibt hier unterschiedliche Techniken. Die einfachste Technik ist einfach herzugehen und den Fokuspunkt genau dahin zu legen, wo unser Motiv steht. In dem Moment hier stehe ich in der Mitte vom Bild. Das heißt, ich würde den Fokuspunkt nicht in die Mitte vom Foto legen, sondern auf mein Gesicht, auf mein Auge, um genau dort scharf zu stellen. Das ist manchmal etwas mühselig. Unsere Kameras können uns dabei unterstützen. Es gibt hier den Focus-Touch oder Touch-to-Focus, je nachdem, wie es in der Kamera heißt. Dann tippen wir einfach auf dem Touch-Display auf unser Motiv und die Kamera stellt es dann scharf. Funktioniert, aber man muss halt immer so gucken, dass Touch und Bild irgendwie zusammenpasst. Manchmal nicht so optimal und es kann natürlich auch nicht jede Kamera, sondern nur die mit Touch-Display. Und wenn ich jetzt eine habe, die das nicht kann, kann ich mein Fokusfeld trotzdem manuell wählen. Muss ja einfach auf das entsprechende, manchmal auch nicht optimal. Unsere Kamera hat natürlich auch nicht immer ein Touch-Display, dass wir hergehen können und können das auch so auswählen. In dem Fall müssen wir mit einer Funktionstaste das Fokusfeld manuell irgendwo hinsetzen. Das ist jetzt schon mal ein guter Anfang. Ich fotografiere auch öfters so, dass ich zumindest einmal das Fokusfeld da hinsetze, wo später mein Motiv sein wird. Am besten für die Porträtfotografie setze ich es, nachdem ich sowieso in meinem Querformat fotografiere, immer so ins obere Drittel, wo normalerweise das Auge liegt. Dann bin ich schon mal auf einem ganz guten Punkt und kann anfangen zu fotografieren.
Jetzt gibt es natürlich auch noch Gesichtserkennung, dass die Kamera automatisch Gesichter erkennt und auf diese scharf stellt, beziehungsweise auch den Augenautofokus, der noch mal ein bisschen feiner ins Detail geht. Und gerade für offenblendige Aufnahmen ist der super, weil er fokussiert immer aufs Auge. Wenn deine Kamera das hat und du das unter Kontrolle halten kannst, solltest du diese Funktion auf jeden Fall aktivieren. All diese Automatiken sind nicht immer 100% zuverlässig und ich habe selber schon das Problem gehabt, dass die Kamera in dem Moment hergegangen ist und hat halt einfach das Gesicht nicht erkannt. Ich stand da, wollte auf den Fokus drücken und es ging einfach nicht, weil kein Gesicht da war und sie den falschen Punkt genommen hat. Passiert einfach, ist vollkommen normal, aber es macht es zumindest mal einfacher, als es komplett der Automatik zu überlassen. Also wenn deine Kamera eine Gesichtserkennung hat, probiere sie auf jeden Fall aus. Es hilft in vielen Fällen enorm. Also wir haben die Möglichkeit, unseren Fokuspunkt manuell zu setzen. Das würde ich auch in fast allen Fällen empfehlen. Wir können die Gesichtserkennung aktivieren, den Augenautofokus aktivieren oder wir setzen uns einfach ein Fokusfeld genau dahin, wo später unser Motiv sein wird. In vielen Fällen ist es bei den Fotos ja ähnlich. Jetzt haben wir nicht nur das Fokusfeld, das wir wählen können, sondern wir haben auch einen Fokusmodus. Fokusmodi gibt es zwei, die wichtig sind. Einmal den AFS bzw. One-Shot und einmal den AFC bzw. den AI-Fokus. Diese beiden Modi sind speziell für entweder keine Bewegung oder Bewegung ausgelegt. Bedeutet beim One-Shot oder Single-Autofokus, wie er so gerne heißt, drücke ich auf den Autofokus, die Kamera stellt einmal scharf und in dem Moment, wo sie die Schärfe gefunden hat, wo sie scharf gestellt hat, hört sie damit auf. Wir brauchen sie auch nicht mehr, unser Motiv bewegt sich nicht mehr. Ich kann dann auf den Auslöser drücken und habe ein scharfes Bild. Gibt es gleich noch eine Technik dazu. Wenn wir jetzt ein Motiv haben, das sich bewegt, das bewegt sich auf die Kamera zu oder von der Kamera weg, dann ist es sinnvoller, den Fokus nachzuführen. Gerne auch in Kombination mit Serienbild. Dann bewegt das Motiv auf die Kamera zu, die Kamera führt den Fokus nach und wir haben einfach durchgehend scharfe Bilder. Soweit zumindest die Theorie, funktioniert nicht immer, aber das ist schon mal ein guter Ansatz, gerade wenn es um Bewegung geht. Ihr solltet das in dem Moment nach eurem Motiv entscheiden. Wenn jetzt eher die Leute seid, die viel Sport fotografieren oder viel Bewegung fotografieren, stellt die Kamera auf AFC oder auf AI Servo. Beziehungsweise, wenn sich das Motiv nicht bewegt, der Porträtfotografie beispielsweise sehr beliebt, stellt die Kamera auf AFS oder auf One-Shot. Jetzt haben wir dann natürlich nicht nur die beiden Modi, sondern wir haben auch einen, der relativ selbsterklärend ist, nämlich den manuellen Fokus. Der manuelle Fokus müsst ihr alles selber einstellen. Nichts wird nachgeführt, nichts wird automatisch gemacht. Ihr seid komplett selbst dafür verantwortlich. Hat Vorteile, weil die Kamera muss nicht suchen. Ihr könnt entscheiden, wo das Bild fokussiert werden soll. Und beispielsweise wie hier in dieser Videoaufnahme wäre ein manueller Fokus ohne Probleme möglich, weil ich bewege mich nicht. Ich bewege mich vielleicht so ganz klein bisschen nach vorne und nach hinten, einfach weil das natürlich ist. Aber es ist kein Problem, hier auch manuell zu fokussieren. Beispielsweise auch bei Landschaften macht es viel einfacher. Bei Langzeitbelichtungen ist es teilweise sogar zwingend notwendig. Das sind so meine Bereiche, in denen auch ich auf den manuellen Fokus gehe, einfach um so ein bisschen die Fehlerquote rauszunehmen. Stell dir vor, du hast einen Autofokus an, drückst auf den Auslöser und die Kamera stellt jedes Mal wieder aufs neue scharf. Bei Landschaften ist das manchmal extrem hinderlich, extrem nervig. Und deswegen lohnt es sich auch hier mal das Objektiv einfach auf den manuellen Fokus zu stellen, auszumachen und den Job selbst in die Hand zu nehmen, um eben perfekt die Schärfe zu treffen. Hier bieten Kameras unterschiedliche Hilfsmittel an. Beispielsweise gibt es das Focus Peaking. Da wird der Bereich, der scharf ist, so ein klein bisschen überlagert mit Linien. Dann sieht man das direkt. Je nach Kameramodell ist das ein bisschen unterschiedlich. Einfach mal in den Einstellungen schauen, da kann man sowas anmachen. Oder man kann auch die Lupe nehmen. Ihr könnt in euer Bild reinzoomen, fünffach, zehnfach, je nachdem, was die Kamera anbietet und könnt genau schauen, ist das Bild scharf, das ich gleich machen werde. Das ist beispielsweise auch meine Methode, wenn ich Landschaften fotografiere. So kann ich 100% auf Nummer sicher gehen, kann meinen Fokus so einstellen, dass es eben definitiv scharf ist. Ich sehe es, ich habe reingezoomt, ich kann es bestätigen. Jetzt kommen wir zu guter Letzt noch zu zwei Fokusmethoden, die ich persönlich sehr häufig im Einsatz habe. Wir können nicht nur hergehen und können auf unser Motiv tippen und sagen, das ist scharf, sondern wir können das Ganze auch etwas fortgeschrittener gestalten mit der Technik beispielsweise Focus Recomposing. Diese geht her, wie der Name schon sagt, geht erst auf den Fokus und dann wird das Bild recomposed. Bedeutet, ihr setzt euren Fokuspunkt vorzugsweise in der Mitte, das ist meistens der stärkste Fokuspunkt, da stellt die Kamera am besten scharf, auch wenn schlechte Lichtsituationen beispielsweise sind. Stellt mit diesem Fokuspunkt auf euer Motiv scharf und recompose dann eure Aufnahme. Hierfür muss die Kamera einen Fokuspunkt ausgewählt haben und ebenfalls im AFS-Modus oder im One-Shot-Modus sein, also im Einzelautofokus. Dadurch verändert sie nachher den Fokus nicht mehr und wir können hergehen, einmal scharf stellen auf unser Motiv, ziehen einen Bildausschnitt,
dabei möglichst nicht viel bewegen, weil natürlich der Fokus nicht mehr verändert wird. Also wenn ich jetzt hergehe und stelle einmal scharf und gehe dann 3 Schritte zurück, dann ist das Bild trotzdem unscharf. Aber mit der Art und Weise muss ich kein Fokusfeld auswählen. Ich kann hergehen, stelle auf mein Motiv scharf, ziehe meinen Bildausschnitt nach unten, nach oben, nach rechts, nach links und drücke auf den Auslöser. Mein Bild ist scharf, mit ein bisschen Erfahrung ist das gar kein Problem und ich kann trotzdem fotografieren, ohne viel umstellen zu müssen. Soweit zu Punkt Nummer 1. Das funktioniert natürlich nur bei unbewegten Motiven. Sobald sich ein Motiv bewegt, wird das ein bisschen schwieriger. Auch möglich bei leichten Bewegungen, aber braucht ein bisschen Erfahrung. Also ausprobieren, das sage ich sowieso immer. Wendet das praktisch an, was ich euch hier erzähle, sonst bringt es euch überhaupt nichts. Und die zweite Variante, die ich euch anbiete, ist der Backbutton-Fokus. Beim Backbutton-Fokus vereinen wir den Einzelautofokus für unbewegte Motive, den nachführenden Autofokus für bewegte Motive und den manuellen Fokus in einer Einstellung. Wir müssen nichts umstellen, es kommt einfach nur darauf an, wie wir die Kamera verwenden. Hierfür muss die Kamera auf dem nachführenden Autofokus stehen. Ganz klar, ein Fokusfeld muss gewählt werden, beziehungsweise das ist nicht mal notwendig, man kann es auch auf der Automatik stehen lassen, aber ich empfehle es trotzdem. Und wir sorgen dafür in der Kameraeinstellung, meistens in der Custom-Steuerung muss man hergehen und muss dafür sorgen, dass der Auslöser nicht mehr scharf stellt. Dass hier nur die Belichtungsmessung und selbstverständlich die Auslösung liegt und nicht mehr der Autofokus. Den Autofokus, den legen wir auf einer der Funktionstasten auf dem Daumen, also auf der Rückseite der Kamera und können dann hergehen und können selber entscheiden, wie lange die Kamera fokussiert. Also wenn wir beispielsweise auf ein Motiv scharf gestellt haben und wollen die Recomposing-Technik anwenden, drücken wir mit dem Daumen auf den Fokus, bis scharf gestellt wird. Dann verändern wir unseren Bildausschnitt und drücken dann auf den Auslöser. Dabei müssen wir natürlich den Daumen loslassen, dann hört die Kamera auf zu fokussieren. Erste Technik. Zweite Technik. Haben wir ein bewegtes Motiv, müssen wir einfach nur den Daumen dauerhaft auf der Fokustaste lassen, damit die Kamera den Fokus nachführt und gleichzeitig den Auslöser drücken, damit wir einen nachgeführten Autofokus mit Serienbild beispielsweise haben. Das ist die zweite Technik. Dritte Technik ist der manuelle Fokus. Wenn wir nicht auf die AF-On-Taste drücken auf der Rückseite oder die Funktionstaste drücken, dann stellt die Kamera auch nicht scharf. Wir können einfach so auf den Auslöser drücken und unser Bild wird einfach fotografiert ohne Autofokus. Und wir haben alle drei Varianten in einer Funktion, in einer Technik vereint. Diese benutze ich sehr, sehr häufig. Gerade bei Hochzeiten, wo es ein bisschen schneller gehen muss, gehe ich gerne her, setze den Fokuspunkt so ein klein bisschen weiter nach oben, dass mein Bildschnitt automatisch ein bisschen nach unten rutscht und ich hier oben nicht so viel Abstand habe und nutze diese Technik durchgehend. Immer hinten drauf mit dem Daumen nachführender Autofokus, geht auch in der Porträtfotografie, vorne auf den Auslöser gedrückt und ich habe immer scharfe Fotos unter der Voraussetzung, der Fokuspunkt sitzt auch auf dem Auge. Das kann man natürlich alles noch kombinieren. Ich kann auch die Gesichtserkennung in dem Moment mit dieser Technik kombinieren. Es gibt auch die Möglichkeit, das Focus Recomposing mit einer Tracking-Funktion zu nutzen. Beispielsweise Sony hat das in seinen Kameras eingebaut und andere Hersteller auch. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, dass ich den Fokuspunkt in dem Moment aufs Auge lege, halte die Autofokus-Taste gedrückt, ziehe die Kamera nach unten und die Kamera trackt den Fokus in dem Moment, wenn man die Gesichtserkennung beispielsweise nicht benutzen möchte, von dem Auge oder da, wo wir es eben hingelegt haben und führt das nach. Nicht nachführen vom Autofokus, sondern der Fokuspunkt wird in dem Moment auf dem Motiv getrackt. Aus meiner Sicht funktioniert es relativ gut, nicht immer 100% zuverlässig. Manchmal wird es auch verloren, gerade wenn es ein bisschen schnell ist, die Bewegung, oder das Motiv sich umdreht, könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber das sind die Techniken, die ich euch in dem Moment präsentiere. Und gerade wenn ihr die Backbutton-Fokus-Technik richtig anwendet, ein klein bisschen übt in der Hinsicht, könnt ihr fast immer scharfe Fotos machen. Die Ausfallrate ist bei mir, gerade was unscharfe Fotos beispielsweise angeht, durch diese Technik extrem gesunken und es macht es mir viel einfacher zu fokussieren, zu fotografieren. Ich muss keine Einstellung mehr an der Kamera ändern, sondern ich habe alle drei Modi in einer vereint. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie man den Autofokus der Kamera unter Kontrolle hält, wie man der Kamera mitteilt, was scharf sein soll und wie sie es fokussieren muss. Diese Einstellungen existieren bei allen Kameras. Manchmal haben sie keine Gesichtserkennung, manchmal haben sie keinen Touch, aber zumindest einmal die Backbutton-Fokus-Technik mit nachführendem Single-Auto-Fokus, das gibt es bei jeder Kamera und jede Kamera kann das einstellen. Zumindest mal die, die ich bisher hatte. Auch eine 600D oder sowas. Geht alles. Schaut mal in eurem Menü nach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unter diesem Video. Ansonsten, wenn du ein bisschen mehr zum Thema Fotografie wissen willst, welche Kamera du kaufen sollst, welches Objektiv du brauchst, wie man den Autofokus kontrolliert oder auch wie man die Belichtung kontrolliert, Belichtungszeit, Blende, ISO, wie man manuell ein korrekt belichtetes Bild rausbekommt, dann schau dir meinen kostenlosen Fotografiekurs an. Ich habe ihn unter diesem Video verlinkt. Da lernst du das alles in einem 14-Tage-Expresskurs und ansonsten schau dir gerne weitere Videos hier auf YouTube oder auf matthiasbutz.eu an. Da sind all meine Tutorials verlinkt.
Ich wünsche viel Spaß dabei und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.